Wenn du etwas Neues erfunden hast, dann wirst du vielleicht großes Interesse daran haben, dir auch die Nutzungsrechte ausschließlich zu sichern. Du wirst also dann über eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht drumherum kommen. Und in diesem Video geht es darum, was du bei dieser Anmeldung beachten solltest, was schutzfähig ist, was eher nicht schutzfähig ist und auch ein wenig werden wir uns über die Kosten und die Verfahrensweise unterhalten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmensberater und Coach, sondern selbst auch Unternehmer. Und hin und wieder gibt es neue Ideen, die im Unternehmen oder im Laufe der Unternehmensentwicklung entstehen. Und hier gilt es sorgfältig zu prüfen, was tatsächlich auch geschützt wird. Denn einen großen Nachteil gibt es bei der Patentanmeldung. Denn wenn du dieses gewerbliche Schutzrecht nutzen möchtest, sowohl für technische Erfindungen oder auch für Verfahren, dann beinhaltet dein Antrag auf ein Patent auch die Offenlegung deiner Ideen. Das bedeutet also, der gesamte Markt, die gesamte Gesellschaft kann dann auch deine Patentanmeldung einsehen. Das bedeutet, dass deine Mitbewerber, also deine engsten Konkurrenten am Markt, dann deine Patentanmeldung einsehen und dann auch weiterentwickeln können. Das heißt, dein Patent an sich ist zwar geschützt, die Nutzungsrechte liegen für eine gewisse Zeit bei dir, aber deine Mitbewerber können darauf aufbauen und deine Idee, deine Erfindung weiterentwickeln. Es ist also immer zu prüfen, ob es nicht viel sinnvoller ist, das Geschäftsgeheimnis in der Firma zu belassen und das nicht zu sichern, also nicht zu veröffentlichen. Oder du bist dir ganz sicher, dass die Wettbewerber deine Idee nicht schnell genug weiterentwickeln können. Dann kannst du es auch veröffentlichen und die Nutzungsrechte ausschließlich sichern. Damit deine Patentanmeldung auch gelingt, ist es empfehlenswert, einen Patentanwalt zur Rate zu ziehen. Denn dieser stellt erstmal fest, ob überhaupt dieses Patent auch schutzfähig ist, also ob es wirklich neu ist und ob die Erfindungshöhe ausreicht, diesen entsprechenden Patentanmeldungsantrag zu stellen. Das bedeutet, der Anwalt wird also ein Prüfungsverfahren erstmal selbst starten, eine entsprechende Recherche, wenn du das beauftragst, auch durchführen in dem Schutzgebiet, wo du dein Patent auch anmelden möchtest. Und dann wird er dich dabei begleiten, beim DPMA, also beim Deutschen Patent- und Markenamt, die richtigen Anträge zu nutzen, auszufüllen und den Antrag zu stellen. Die reinen Anmeldekosten für das Gebiet Deutschland betragen ungefähr 600 Euro. Dazu kommen natürlich die entsprechenden Gebühren für den Anwalt, der sowohl die Prüfung, die Recherche macht, aber dich auch bei der Formulierung des Antrags unterstützt. Wenn du allerdings dein Patent über mehrere Länderstrecken beantragen und sichern möchtest, dann kannst du es in der Europäischen Union beim EPA, beim Europäischen Patent- und Markenamt in Portugal anmelden. Hier sind die Gebühren ca. bei 3.500 Euro anzusiedeln. Möchtest du dein Patent aber weltweit anmelden, dann wirst du hier bei der WIPO deinen Antrag stellen und ungefähr 7.000 Euro an Kosten einkalkulieren. Doch bedenke, dass das die reinen Anmeldekosten bei den Ämtern sind. Dazu kommt immer die entsprechende Beratung, sowohl bei der Recherche als auch bei der Antragstellung und bei den entsprechenden Schriftsätzen, wenn es darum geht, zu einzelnen Punkten im Prüfverfahren Stellung zu nehmen. Für diese Patentanmeldung gibt es auch eine ganze Reihe an Fördermitteln, die sowohl auf Landes- als auch Bundesebene beantragt werden können. Ein bundesweites Programm findest du beispielsweise bei dem BAFA, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Aber es gibt in der Regel auch regionale Programme, das heißt von deinem Bundesland, in dem du ansässig bist. Hier lade ich dich ein, das zu recherchieren. Wichtig dabei ist aber zu wissen, dass selbst nach der Eintragung deines Patents, wenn du also die Urkunde in deinen Händen hältst, die Durchsetzung deiner Nutzungsrechte ganz alleine bei dir bzw. beim beauftragten Anwalt liegen wird. Das bedeutet, der Staat wird das nicht überwachen, ob ein Patentverstoß vorliegt oder nicht. Wenn du mit deinem Anwalt feststellen solltest, dass eine Schutzfähigkeit oder eine Eintragungsmöglichkeit nicht gegeben ist, oder die vielleicht zu teuer ist, oder du nicht alles offenbaren willst, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die ich dir zeigen werde. Und zwar gibt es in Deutschland neben dem Patentgesetz noch sogenannte kleine Patente, die du über ein Geschmacks- oder ein Gebrauchsmuster eintragen lassen kannst. Hierzu gibt es die entsprechenden Geschmacks- und Gebrauchsmustergesetze und Verordnungen. Die Kosten sind ein wenig niedriger anzusetzen. Du kannst deine Idee zudem noch schneller eintragen, aber der Schutz ist natürlich nicht so weitgehend wie bei einem echten großen Patent. Und wenn du deinen Namen, Firmennamen oder Produktnamen sichern möchtest, dann
bis das über ein anderes Gesetz, über das sogenannte Markenschutzgesetz oder Markenrecht abzubilden. Die Eintragung geschieht zwar auch über das deutsche Patent- und Markenamt, aber hierzu werde ich dir mehr Informationen in einem anderen Video geben. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, wie du dein Patent anmeldest oder welche Fördermittel du beantragen kannst oder möchtest das eingebunden wissen, ein Gesamtunternehmenskonzept, dann lade ich dich ein, gerne Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir bei der X-Group haben nicht nur Unternehmensberater und Coaches im Team, sondern auch Steuerberater und Anwälte und auch Spezialisten für das Thema Patentanmeldung. Also mache jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unter dem Video. Vergiss aber nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Antrag auf ein Patent.